Ja, das Haus hat eine sehr bewegte Geschichte. Ursprünglich war es einmal ein Landwirtschaftsgebäude. In den 60er Jahren hat man es dann umgebaut zu einem Gasthaus. Ich bin am Gasthaus groß geworden. Und Ende 90er Jahre habe ich es dann als Wohnung für mich ausgebaut. Ja, 2014 habe ich Nicole kennengelernt und es war ziemlich schnell einmal klar, dass wir zusammen zuhören möchten. Da Nicole flexibler war, waren wir uns einig, dass wir da bauen. Also nur so ein paar Balken oder Fernstoßwechsel, das war für mich kein Thema, weil ich alle Balken kenne in dem Haus, weil ich schon dreimal umgebaut habe. Und darum kam es zum Radikalschnitt. Einfach einen Stock abträgen und einen neuen aufziehen. Bei der Gestaltung des Wohnraums war uns wichtig, dass es hell, freundlich und luftig ist. Und mir persönlich war es wichtig, einen nachwachsenden Rohstoff zu verwenden, eben Holz, weil ich finde, das gehört hier so in die Landschaft und ich mag den Duft. Firma Holzbauer und ich haben das Projekt als Generalunternehmer umgesetzt. Und für uns als GU ist besonders wichtig, dass die Menschlichkeit in der hektischen Bauzeit nicht verloren geht. Das kann man auch noch auf den Wunsch der Bauerschaft Ingau und Zone realisieren. Eine Herausforderung bei diesem Projekt war, dass wir die Bauzeit so möglichst kurz haben. Da im Erdgeschoss die einzige Wohnung und die jetzige Ferienwohnung hat man über die ganze Zeit bewohnbar sein müssen. Zusammen mit der Bauerschaft haben wir den Entwurf vom Architekten entsprechend ausgeschafft, dass wir hinten die Ansprüche an die Optik vom Architekten erfüllen können und dass wir im Kostenrahmen geblieben sind. Der Wunsch für die Bauherrschaft war, dass wir einen qualitativ hochwertigen Holzbau machen und dass wir aus der alten Bausubstanz einen neuen Wohnraum schaffen. Die Herausforderungen an diesem Bau waren, dass ein bestehendes Gebäude war und der Bauherr im Wohnraum Sichtfetten wollte. Und das haben wir mit Stahl und Holz gelöst. Für mich ein persönliches Highlight an diesem Haus ist die Wiesentannendecke. Es ist eine schöne, geradlinige Decke, ist super verschaffet. Und die gibt dem Raum eine besonders schöne Atmosphäre. Für uns war wichtig, einfach eine schnelle Bauzeit, ein fixer Einzugstermin und so wenig wie möglich mit Handwerker Koordinationen zum tun haben. Und darum haben wir uns für einen Holzbauer entschieden, der macht einfach die GU-Geschichte. Und da haben wir einfach ein sorgloses Bauen gehabt.